Hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Lieblingsdüfte 2023. Bevor wir loslegen, gleich noch eine kleine Anmerkung. Ich habe das Video jetzt am heutigen Donnerstag gedreht. Ich hatte es ja in den anderen beiden Videos schon erwähnt. Das Video ist vorproduziert, also wenn ihr das Video euch anschaut, ist vermutlich Samstag oder Sonntag. Aber das werdet ihr dann sehen. Okay, ich würde sagen, wir starten gleich los. Ich habe das jetzt ein bisschen, eigentlich wollte ich gar nicht so viele Düfte aufbauen hier. Das Problem ist, es gibt so viele Düfte und so viele wirklich gute Düfte. Ich habe halt jetzt hier meine Auswahl einmal an Düften. Das habe ich jetzt versucht, ein bisschen zu selektieren nach Sommer, Winter. Dann höherwertigen Düften bzw. Drogeriedüften. Wir beginnen natürlich logischerweise jetzt mit den günstigen Düften, mit den Drogeriedüften. Und da werde ich immer ein bisschen was dazu sagen. Ich habe übrigens, bin ich eigentlich mehr ein Sommertyp. Ich bin nicht so der Wintertyp. Wisst ja selber hier in Deutschland, also bei uns hier in Baden-Württemberg in der Region, wenn da mal Schnee fällt, dann fällt er meistens nur ein oder zwei Tage und der Rest ist dann nur Matsch oder vielleicht Eisklette. Also insofern sind die Winter hier in unserer Ecke oder jetzt speziell in der Ecke, wo ich wohne, nicht so toll. Grundsätzlich bin ich sowieso eigentlich mehr ein Sommertyp. Ich bevorzuge deshalb auch frische, leichte Düfte. Die liegen mir eigentlich mehr. Obwohl ich natürlich auch ein paar schöne, sehr schöne Winterdüfte habe. Und Fakt ist, wie gesagt, ja, ich habe das versucht, ein bisschen zu sortieren. Einmal beginnen werde ich mit den Drogeriedüften. Da ist jetzt allerdings alles dabei, Winter, Sommer. Und es geht dann langsam in eine höherwertigere Richtung. Und wie gesagt, ein bisschen selektiert nach Sommer, Winter. Außer bei den Drogeriedüften. Ich würde sagen, wir fangen an. Einer meiner Lieblingsdüfte im billigen oder unter dem 10 €, unter der 10 € Marke, der magischen 10 € Marke, ist hier der Ulrich de Varens und zwar der For Man. Es inspiriert oder es soll ein Dupe sein vom Di Zino von Davidoff. Pardon. Ja. Ist ein schöner Duft und den habe ich, könnt ihr hier sehen, den habe ich auch relativ häufig jetzt in der vergangenen Zeit oder beziehungsweise jetzt Herbst, Winterzeit sehr oft getragen. Okay, der nächste, ebenfalls ein Ulrich de Varens und zwar ein Star. Der Star ist ein Dupe oder ein inspirierter Duft vom Dior Sauvage. Meines Erachtens nach ein sehr gut gelungener Dupe, gefällt mir gut. Auch den hier habe ich relativ häufig, auch in der Sommerzeit, relativ oft getragen. Wenig Synthetik drin. Also für, ich sage mal, für einen knappen Fünfer, wenn er im Angebot ist, bekommt ihr hier einen astreinen Sauvage-Klon. Die nächste Überraschung, die kommt von Lidl. Das ist auch ein wunderbarer Duft. Das kann man mal sprühen. Ebenfalls ein Dupe oder inspirierter Duft vom Dior Sauvage. Finden teilweise, also ich zwischen den beiden. Wenn man, oder wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, der hier geht sogar ein bisschen mehr in die Richtung des EDPs. Der hier ist mehr, ja, inspiriert von dem EDT. Sind aber beide für das Geld, pff,
ist lächerlich. Könnt ihr ohne Bedenken, also ohne Bedenken zuschlagen. Bei dem Preis macht man eigentlich im Grunde genommen nichts verkehrt. So, der nächste Duft, pardon, das alte Spielchen habe ich vergessen, okay. So, der nächste Duft ist der Kalin Absolut Blue oder Absolut Blue. Den habe ich dieses Jahr, das seht ihr ja hier an der Flasche, recht viel getragen. Das ist ein super zitrisch frischer Duft, ebenfalls inspiriert vom Davidoff, von dem Original. Allerdings geht er sehr, sehr in die alte Richtung des Original Davidoffs. Davidoffs, aber da kommen wir gleich drauf, ist eigentlich mein allererstes oder mein allererster richtiger Duft gewesen. Aber dazu gleich mehr. So, der nächste, den ich dieses Jahr wirklich sehr wahnsinnig oft getragen habe, das war der Absolut Sport oder Absolut Sport von Larive. Ein Chanel Allure und Sport Dupe. Und ich muss sagen, den haben sie super, also richtig gut hinbekommen. Viele sagen, ja, er hat Synthetik drin. Das hat der Chanel auch. Aber die Synthetik ist halt beim Chanel natürlich logischerweise wertiger gemacht. Also wer den Chanel hat, ich habe ein Pröbchen da gehabt, es ist schon ein Unterschied da. Aber für den Alltag oder Sport, steht ja auch Sport drauf, da geht der Duft fit, absolut fit. Hat einen sehr guten Sprüher übrigens. Perfekt gemacht, klasse. Finde ich einen tollen Duft. Der nächste, den ich hier habe, ist einer meiner neuen Lieblinge. Dieses Jahr rausgekommen, Belle Icon, ein Dupe von dem Baccarat Rouge 540. Das ist auch einer, muss ich dazu sagen, einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Den könnt ihr, auch wenn er hier in der Damenabteilung steht, den könnt ihr auf jeden Fall tragen. Das ist ein meines Erachtens nach ein Unisex-Duft. Der Dennis macht auch ständig Reklame mit dem 540 oder der Kai. Also es ist definitiv ein klasse Duft. Das Einzige, was hier scheiße ist, Leute, sorry, wenn ich das so sage, der Sprüher. Der ist grottig. Aber der Duft, oh, Leute, für 6 Euro, der Duft haut mich um. Der haut mich um. Ich habe den Duft, den habe ich mir wirklich überlegt, ob ich den an einem der Feiertage trage. Natürlich nicht, wenn wir essen gehen, aber ich werde den Duft auf jeden Fall an irgendeinem der Feiertage oder Festtage tragen. Da könnt ihr 100% drauf gehen. Für das Geld macht ihr nichts verkehrt. Okay. Dann starten wir mit den Designerdüften fürs Frühjahr. Ich verwende den Davidoff, das ist mein allererster oder mein allererstes richtiges Parfüm. EDT, was ich mir, als er rausgekommen ist, das hatte ich mir sofort gekauft. Ich habe vorher, wie gesagt, ich habe vorher immer mal wieder so eine Probe gehabt, aber nie ein Vollflakon. Ich habe im Einzelhandel hatte ich meine Ausbildung gemacht und ja, es war eigentlich damals recht einfach an Proben ranzukommen, weil ich in einem großen Kaufhaus in der Nähe einer Drogerie-Parfümerie-Abteilung gearbeitet habe. Und da hat es natürlich jetzt, da hat es immer wieder Pröbchen gegeben. Ich habe mir nie einen eigenen oder ein eigenes Parfüm gekauft. Und irgendwann, ja, ist mir der Gedanke gekommen, kann ich ja mal links, kann ich ja mal einen Duft, mal ein richtiges Parfüm holen. Und das habe ich hier mit dem Davidoff. Das war also, wie gesagt, mein erster Duft. Geil. Zwar ziemlich verwässert, in einer modernen DNA gehüllt, aber immer noch ein Klasse-Duft, wie ich finde.
Das ist auch hier ein älterer Batch, natürlich nicht der allererste. Den habe ich schon Ewigkeiten, ist der leer. Ich habe, wie gesagt, die beiden hier, die habe ich relativ häufig verwendet. Ihr seht, da ist auch nicht mehr viel drin. Naja, gut, die Hälfte zumindest noch. Wenn es Frühjahr wird, aufs Frühjahr freue ich mich immer besonders, weil das ist die Zeit, da trage ich den Skulptur von Nikos. Ist auch einer meiner bevorzugten Frühjahr-Sommertüfte. Der hat so eine Leichtigkeit drin, Mandarine in der Kopfnote. Das Einzige, was hier ein bisschen billig gemacht ist, das ist die Kappe, aber okay. Ganz ehrlich, den Duft hier bekommt dafür ganz wenig Geld. Hat einen guten Sprüher übrigens. Ah ja, Nikos von Skulptur. Oder, pardon, Skulptur von Nikos so rum. Ja, guckt euch mal den Flakon an, das ist so gemacht wie ein Segel. Der Duft, der verbindet mich immer so ein bisschen mit der Ägäis, mit der Leichtigkeit eines Frühjahrtags im Sommer in der Türkei oder einfach in der griechischen Ägäis. Da könnt ihr ja sehen, klasse Duft meines Erachtens nach. So, dann geht es hier weiter. Sorry, mit Sommerdüften. Jetzt muss ich erst mal gucken. Moment, Augenblick, Leute. Ja, und zwar kommen wir dann zu den Latafa-Düften, und zwar der Asad. Seit ich den habe, habe ich den auch im Sommer recht oft verwendet. Kann man natürlich als Ganzjahresduft oder zum Ausgehen, ist das super geeignet. Der hat eine Cola-Note drin, pardon, vergleichbar soll er sein mit dem genau. Mit dem Dior Sauvage Elixir. Allerdings auch hier kann ich sagen, mit dem Elixir ist er nicht so ganz verwandt. Der hat schon eine eigene DNA. Der geht in eine ähnliche Richtung, aber hier fehlt definitiv die Lakritznote und es fehlt ein bisschen so, ja, die Eleganz von dem Elixir. Aber trotzdem ein super geiler, preiswerter Duft. Auch hier kann man nichts, gar nichts falsch machen. Latafa Asad. So, der nächste, ja, ist der Hugo von Boss. Und zwar den Hugo, den habe ich auch, seit er rausgekommen ist. Ist einfach ein geiles, ja, ein geiler Frühjahrs-Sommerduft. Kann man auch nichts falsch machen. Das ist auch hier noch eine der, ja, der letzten Versionen, die neuen. Wenn ihr dann, ja, wenn ihr da neuen Duft holt von Hugo, der hat so einen fetten Schriftzug. Also das ist hier noch ein älterer Batch. Kann man auf jeden Fall machen. Ist auch ein sehr bevorzugter Frühjahrsduft von mir. Trage ich sehr gerne im Frühjahr, Sommer. Absolut. So, es geht weiter. ja. Hier auch noch eine Anmerkung. Ich habe jetzt hier drei Düfte oder vier Düfte, die fehlen. Und zwar ganz einfach aus dem folgenden Grund. Die habe ich jetzt aktuell nicht hier. Die gehören eigentlich auch noch zu meinen Lieblingsdüften. Aber hier eine Anmerkung, der geht ja in die Richtung von dem Acqua di Gio. Ist meines Erachtens nach
Viele sagen, er wäre sehr synthetisch, finde ich jetzt gar nicht. Logisch, der hat eine Synthetik drin. Aber das ist eigentlich ein sehr moderner Duft und der hält wirklich sehr gut. Ich habe den 6, 7 Stunden, manchmal sogar 8 Stunden, wenn es ja ganz so warm ist. Im Hochsommer könnt ihr den natürlich auch tragen, ist eine tolle Erfrischung. Hat einen exzellenten Sprüher. Also, ich habe von einigen Flakons, da habe ich jetzt die großen Pullen. Seht ihr, jetzt habe ich doch noch was vergessen. Jetzt habe ich doch noch was vergessen, natürlich, klar, logisch. Ihr müsst mich mal einen Moment entschuldigen, es geht gleich weiter. Moment. Ja. Vergessen hatte ich den Jill Sanderman. Das wollte ich noch sagen. Ich habe von einigen Flakons, da habe ich mir gleich die großen 200er Pullen gekauft. Ich habe aber jeweils noch einen kleinen Flakon. Ganz einfach aus dem Grund, die kleinen Flakons, die kann man besser mitnehmen. Gerade wenn man irgendwo im Urlaub ist, verreist, da habe ich immer auch hier noch eine 100er Pulle. Ne? Der 200er ist eigentlich im Grunde genommen besser, weil der einen besseren Sprüher hat. Der hier, der gehört einfach zum Sommer definitiv dazu. Es ist meines Erachtens nach eines der besten frischen Sommerdüfte, Strand, Hotel, Urlaub. Haltbarkeit hier bei dem Duft natürlich nicht so toll. Also hier müsst ihr definitiv halt nachsprühen. Aber der kostet auch per se definitiv nicht viel. Den kriegt er hier für, was weiß ich, unter 20 Euro die 100 ml. Klasse Sommerduft. So, dann kommt der nächste Sommerduft, pardon. Der hat bei mir eigentlich den Acqua di Gio abgelöst aus dem einfachen Grund, weil die Armani, da muss ich dazu sagen, gefallen mir einige Sachen nicht. Die haben in der letzten Zeit, haben sie den Profumo eingestellt und dann wurde der Profumo als noch, oder beziehungsweise, dass sie ja noch vereinzelt sind, ja noch von dem Profumo Düfte im Handel, aber die kosten relativ viel und sind meines Erachtens nach zu teuer, bringen zu wenig Leistung. Der neue ist ziemlich verwässert, habe ich gehört, also der Profumo, der Nachfolger. Also nicht dieses Parfüm, das soll besser sein, aber das muss ich mal testen. Also mein absoluter Sommerduft, da habe ich auch einen kleineren Flakon noch. Das ist der Versace Pour Homme, ist ein sehr eleganter, zeitloser Herrenduft. Und den kann ich euch wirklich absolut ans Herz legen, wenn es draußen 30, 35 Grad hat. Das Teil hier macht absolut seinen Job. Oh. Das ist eine super elegante Orangenblütennote, was der drin hat. Parfümeur, hier Alberto Morias, der auch den Acqua di Gio im Prinzip kreiert hat. Ein hervorragendes 1A, hervorragender 1A-Duft im Sommer, eigentlich ein Muss. So, Leute, jetzt geht's noch hier. Der letzte Duft aus der Sommerreihe oder von den Sommerdüften ist der Dior Sauvage im Original und zwar das EDP. Ist meines Erachtens nach auf jeden Fall vielseitiger aus dem einfachen Grund. Den könnt ihr auch zum Ausgehen abends im Sommer, an lauen Sommerabenden könnt ihr den ohne Probleme verwenden. So, Entschuldigung. Jetzt geht es da hinten weiter. Ach du Scheiße, was soll ich denn hier noch stehen? Ja, nochmal ein Latafa. Und zwar, das ist, wie ich finde, eine wunderschöne Alternative zum Invictus G
geht in die ähnliche Richtung, hat aber trotzdem viel, wie ich finde, ein bisschen eine eigene, ja, ein klein wenig eine rauchige DNA. Ist ein toller Duft. Toller Sprüher. Ah ja, super. Ist auch übrigens einer meiner Lieblinge, da habe ich mal gleich mehrere Ersatz- oder Backup-Flakons geholt. So, dann habe ich hier noch die Maison Alhambra Alternative zum Profumo. Wie gesagt, aus dem einfachen Grund, der Profumo, ich finde das Marketing, was sie momentan bringen, gefällt mir nicht. Dann haben sie auch bei dem neuen Profumo, also bei dem Nachfolger, den es jetzt vereinzelt noch gibt, aber nicht mehr hergestellt wird, haben sie die Magnetkappe weggelassen. Der ist also original empfunden nach dem neuen Original. Da ist auch die Kappe nur draufgesetzt. Sieht aus wie der Profumo und riecht eigentlich auch genauso. Klasse Duft. Ja, super. Boah. Boah. Der hier, absolut geil, kostet 20 Euro. Kann man auf jeden Fall machen. So, dann würde ich sagen, geht es bei mir mit den Winterdüften los. Und zwar habe ich hier den Davidoff, den Zino. Wie gesagt, die günstigste Alternative wäre hier der Star. Aber natürlich solltet ihr hier den Star, beziehungsweise das Original, könnt ihr euch auch zulegen. Der kostet auch nicht viel mehr. Den kriegt man schon, wenn er im Angebot ist, für 20 Euro bei Notino. Nur für Leute, die halt wirklich einen schmalen Taler haben, die nicht viel Geld ausgeben wollen, die können sich natürlich diese UDV-Düfte holen. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Aber hier, das ist das Original. Auch hier hieß es genau wie bei dem hier. Der ist eingestellt, dann ist er mal wieder nicht eingestellt. Also man bekommt den ohne weiteres nach. Und es wäre auch Blödsinn, wenn sie den Duft einstellen, weil es einfach ein geiler Duft ist. So, jetzt geht's los. Endspurt. Es kommt nichts mehr. Doch, es kommt noch ein bisschen was. Der hier ist einer meiner richtigen Lieblinge. Fahrenheit ist mitunter in der schlichten Buddel. Viele bezeichnen den als Tankstellenduft. Das finde ich jetzt nicht. Das ist ebenfalls ein eleganter, zeitloser Herrenduft. Sehr maskulin. Im Original. Er hat also von seiner Aktualität hat er nichts eingebüßt. Ist ein klasse Duft und wie gesagt, absolut zeitlos. Kann man auf jeden Fall machen. Der nächste ist der Dieu Homme Intense. Das ist, wie ich finde, ja, einer der elegantesten Designerdüfte, was man so, sage ich mal, jetzt für kleineres Geld noch bekommt. Ich weiß, der ist auch mittlerweile nicht mehr ganz so günstig, aber einfach ein super geiler Irisduft. Wer Iris nicht mag, der ist hier natürlich, ja, nicht gut bedient. Ihr müsst es. Oh. Viele sagen da, der hätte eine etwas feminine Note drin. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, so eine Lippenstiftnote. Er wirkt halt putrig durch diese Iris, aber ist ein ganz, ganz eleganter Duft. Den hier werde ich übrigens sehr wahrscheinlich am ersten oder am zweiten Weihnachtsfeiertag tragen. Ne? Wir werden essen gehen und da gehört der
auf jeden Fall an einem der beiden Tage dazu. An dem anderen Tag, traditionell an den Feiertagen, kommt dann der andere Dior. Ich bin ein großer Fan des Hauses Dior, weil die einfach, die machen geile Düfte. Mittlerweile auch nicht mehr ganz so billig, aber trotzdem immer noch ein Kauf wert. Jo, das soll es gewesen sein. Das ist meine persönliche Duftauswahl der Düfte 2023. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Konntet die eine oder andere Inspiration holen. Und wie gesagt, ich persönlich werde wahrscheinlich an Weihnachten werde ich die beiden Düfte tragen und an den anderen Tagen bin ich mir noch nicht ganz sicher, da werde ich auf jeden Fall hier den Belle Icon, ebenfalls ein geiler Duft für knapp 6, 7 Euro, kann man eigentlich nichts falsch machen. Möglicherweise auch, dass ich den Assad an Silvester trage, ist ein, wie ich finde, ein Ganzjahresduft. Aber den könnt ihr natürlich auch bevorzugt im Sommer tragen, ist ein schöner Duft. Ja, okay. Leute, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Übrigens, ihr könnt gerne mal beim Kanal Stefans Plaudereien vorbeischauen. Der hat auch relativ viele arabische Düfte. Könnt ihr ruhig mal gucken. Ist ein super schöner Kanal. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche noch, beziehungsweise eine neue schöne Woche, wenn ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns ganz einfach zum nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.